Oh, Digga, what the... Wie geil ist das bitte? Das ist so geil, Alter. Geil, Alter. Der Ertränkomato 2009. Ich muss ganz ehrlich sagen, Digga, diese Kaserne, Digga, die sieht maschabala aus. Wirklich. Also, gestern haben wir dieses Minecraft-Grundstück hier, wo jetzt diese Insel ist, für 500 Euro gekauft. Tobi baut jetzt hier eine richtig geile Insel hin. Das ist sehr, sehr nice. Das ist cool. Leute, ich würde gerne noch mehr Real Estate auf dem Server kaufen. Ich würde gerne noch mehr kaufen. Die können ja mir einen Wochenbund eingeleitet. Und das nächste Grundstück, was ich gerne kaufen würde, wäre das von G-Time. Sollen wir das kaufen? Noch ein Grundstück. Nein, ja, ja, ja. Man könnte mal überlegen. Ich meine, ich habe gestern 500 Euro IRL für ein virtuelles Grundstück ausgegeben. Das ist wirklich dumm. Aber Kevin wird 1000 Euro haben wollen. Das ist mir ein bisschen zu teuer, wenn ich ehrlich bin, Mann. Das ist mir einfach ein bisschen too much, to be honest. So, dann gehen wir mal rein in den Discord, Alter. Alter, wie geil. Holy sch**, wie nice. Hallo? 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 Ja, wie geil ist das denn? Gefällt dir? Kann man hier shooten? Hier kann man shooten. Erkennst du, was das ist? Das sind Lanzen. Yes! Wie hast du das denn gemacht? Armor Stance. Digga, und die fighten hier auch. Wie nice. Kann ich hier mal machen, diese Dinger hier? Was? Diese, sind die Redstone connected irgendwie? Nein. Ah, okay. Ich glaube, die gehen sogar kaputt, wenn man sie abschießt. Dann machen wir es lieber nicht, wa? Geil, ich sehe, du hast hier schon eine Treppe reingebaut. Chillig hier mit der Treppe. Gefällt mir sehr gut. Extrem OP. Extrem OP. Ja, wir müssen irgendwo noch diesen kleinen Turm hinbauen, wenn wir den noch bauen wollen. Ja, ich würde sagen, hier auf der Ecke, oder? Oder ja. Hier? Nee, hier. Hier auf der Ecke dann am ehesten. Weißt du? Wisst ihr was, Leute? Ich muss wirklich jetzt kurz Akani einfach töten. Wir müssen jetzt mal schauen, Cast, ob wir hier nicht schon mal die Rückseite vom Tor zaubern oder den Marktplatz irgendwie schon mal reingrinden, weißt du? Das könnte man doch mal überlegen. Ich bin ehrlich, das Torhaus hier ist nach wie vor immer noch Baba. Gefällt mir immer noch sehr gut. Wir können jetzt mal gucken, wie wir hier unten vielleicht den Marktplatz zaubern. Das wäre doch schon mal ganz geil. Und den Turm, da können wir uns dann, da muss ich dann wer anders Gedanken drum machen, glaube ich. Ja, der Chat sagt Folterkeller, klar. Und Folterkeller wäre actually Pock, fände ich ganz nice. Da sehe ich mich. Hast du den Drachen unter Pogwarts gesehen? Haben wir jetzt einen Drachen unter Pogwarts? Ja. Wo? Warte, hier ist ein Eingang, glaube ich. Nee, ist nicht. Wo? Bei mir hier oben. Boah, Digga. What the f***? Wie geil. Wie geil. Hä, wie heftig ist der denn, Digga? Der ist sick geworden, ja. Boah, Digga, Memo, guck mal. Das ist eine geile Cave. Das feier und zelebriere ich doch sehr, ja? Auf Hobbit angelehnt, ne? Auf Hobbit angelehnt. Sau nice, wirklich. Aber gefällt mir geil. Gefällt mir geil. Gefällt dich gut. Magisch. Alter, so. Oh, Digga, wie viel Quarz wir haben. Das war Bruder. Wir haben auch richtig viele von diesen Weins. Damit dir keiner rumweint, ne? Okay, lass uns einen geilen Folterkeller bauen, Bro. Komm. Ich bin dabei. Du bist schon dabei. Voll zu Gange. Ja, okay, ja. Was kann man denn so Geiles machen? Also wir haben ja hier die Zellen, ne? Ja. Da müssen natürlich ein paar Leute an die Wand gekettet werden, ne? Klar. Das versuche ich gerade. Ein paar Vive-Köpfe. Stark. Ne? Das ist ganz geil. Da können wir den nämlich schon mal an die Wand kiten. Guck mal, hier ist so Blut überall. Siehst du das? Check. Oh, weil der hat schönes Detailing, Mann. Was kann man denn noch mauen? Was sind denn so... Kennst du diese... Wie heißt das? Eine eiserne Jungfrau. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, da braucht er noch Klamotten, ne? Das heißt, der ist hier einfach fett festgekettet, ne? Ja, ist Strickbank, oder? Ja. Oder festgekettet. Ja, kann man mal überlegen. Ah, das sieht schade aus. Warum? Weil er zwischen zwei Blöcken hängt. Zeig mal. Ja, wirklich, das ist blöd. Dann machen wir hier, weißt du, was wir hier runter machen? Feuer. Oh, das ist auch geil, oder? Das ist auch geil. Das heißt, warte, zieh dir mal die Schuhe aus. Nein, wobei, nee, Schuhe muss er anlassen. Wir müssen ihm eher so ein paar Klamotten geben. Können wir den komplett pink einkleiden? Können wir. Oh, Digga, geil, ja! Guck mal, wie geil, guck mal. Oder Lagerfeuer sind, glaube ich, noch besser, oder? Oh, das sieht aber so auch schon geil aus. Ja, ich finde so, halt, glaube ich, geiler als Lagerfeuer sogar. Aber das Holz fackelt doch jetzt an, oder? Das stimmt, da ist auch schon was weg. Alter, wie dumm. Ja, dann müssen wir Lagerfeuer machen, sonst fackelt das Holz hier ab. Ja, okay, dann crafte ich mal kurz ein Lagerfeuer. Okay, eine eiserne Jungfrau sehe ich hier irgendwo. Können wir hier irgendwo hinstellen? Wie formen wir die am besten? Wie machen wir das? Weil da müssen wir... Also, ich baue gerade eine, aber wo willst du die haben? Wo baust du die? Hier drin. Pass auf. Okay, erzähl's mir. Siehst du schon? I see. Ja. Gib mir eine Sekunde länger. Aber es wäre halt geil, wenn die Stacheln so rauspieksen, weißt du? Ja, das ist zwar schon ganz geil, aber kann man nicht mit Item-Frames irgendwie das so machen, dass die Stacheln so pieksen? Weißt du, was ich meine? Mit Armor-Stance. Ja, meine ich aber doch. Aber das dauert ein bisschen. Aber das geht, ne? Das geht. Das wäre actually Pock. Dann könnte man, wenn man die Rods nämlich hier, die Iron Rods nimmt und die rotiert in der Hand, unsichtbar, weißt du, was ich meine? Oder? Geht das? Ja, ne? Ich glaube, Schwerter wären vielleicht besser, weil das immer das Item ist, wie es aussieht, was man in der Hand hält. Ah, okay, das kann man auch nicht ändern. Nee. Es wäre auch ganz geil, wenn wir so ein bisschen Stroh noch auf den Boden legen, oder? Da haben die doch immer so, ne? Oh. Wir könnten auch diese. Ja. Also man hat doch immer hier so ein bisschen, wo die so liegen eigentlich. Es lag doch immer so Stroh auf dem Boden irgendwie, weißt du? Ja. So mittelaltermäßig halt. So, und dann können wir hier noch so ein. Ich baue hier mal so eine kleine Sitzgruppe von so Wärtern, die da so ein bisschen chillen, weißt du? Guck mal, hier hat einer der Wärter hat hier drauf gekotzt. Wo?
auf den Table. Ah, widerlich. Da ist halt Kotze einfach drauf, ne? Ja, Digga, das ist es doch, oder? Geht das in die richtige Richtung? Finde ich geil, ja. Ja, nice. Warum ist das untere so schwarz, das Schwert? Was ist das untere? Weil man das von oben sieht. Soll ich das drehen? Ja, dreh mal. Ich hol mal Eisentüren, damit wir hier schon mal zumachen können. Okay, was können wir hier noch Geiles machen? Ja, so eine Ertränkungskammer. Der Geheimgang. Was? Ja, Waffenkammer irgendwo und Geheimgang. Ja, das Waffenkammer, glaube ich, oder? Waffenkammer und Geheimgang hierhin. Geil. Waffenkammer, mega geil. Und hier noch so ein... Ich baue jetzt einfach eine Ertränkungsmaschine. Ja, perfekt. Ich habe einfach Probleme, Digga. Wie geil. Dispenser brauchen wir. Oh, wir brauchen die Mozzie-Cobblestones. Das Ding ist natürlich komplett vermoost. Klar, ist ja Wasser drin. Ist ja logisch, ne? Ey, klar, Digga, ey. Macht ja Sinn. So, und dann Cracked Stone. Eiserne Jungfrau, Türen aus Eisen. Ja, macht Sinn. Ist ja auch eine eiserne Jungfrau. Wie viele Schwerter kommen da rein? 10? So, ne? 10? Nee, 4, 5. Geil. Ist das fein? Geil, ja stell dir einen rein. Stell dir einen rein. Geil, der soll leiden. Geil. Da muss einer drin stehen. Also, sag mir nicht, dass es ein Eimer fehlt. Och, Mann, Digga. Es wäre halt geil, wenn wir so Villager so züchten könnten, dass die aggressiv werden, weißt du? So Villager, die Waffen haben. Was wird das? Das ist meine Folterkammer. Was macht man Kannst hier? Du aufmachen? So, warte. Was man da macht? Willst du es wirklich wissen? Ah, Junge, einfach Rivetstone. So, geh mal, stell dich mal ganz kurz rein. Junge. Und jetzt wirst du ertrinken, du Loser. Dann gehe ich kurz auf Toilette in der Zeit. Bis gleich. Ciao, what the fuck? Hallo? Dem ist einfach egal, dass der ertrinkt. Dem ist es einfach egal. Ja, schon krank, was wir hier machen. Eigentlich ist Crafting nicht so krank. Also für die Leute, die gerade das erste Mal einschalten. Ja, Leute, was soll ich sagen, ne? Digga, wie lange überlebt der das? Ist es Houdini oder warum kriegt der so viel Luft? Was soll das? Sau creepy, lass das. Aber der wird doch irgendwann, ertrinken. Hä? Wieso kriegt der keinen Schaden? Was soll das? Einfach deutsche Cheater. Da funktioniert gut deine Falle, war erfolgreich. Ja, Digga, ich kann nicht wissen, dass du hier Unterwasseratmungsmann 3000 bist. Nein, wir haben irgendwo ein Conduit, aber ich weiß nicht wo. Echt jetzt? Ja. Och nein, what the fuck? Echt jetzt deshalb? Ja. Bei Kunga und so steht ein Conduit. Den müssen wir abreißen. Aquaman. Mach die Wände aus Obi, weil sonst kann man das abbauen. Ich mach die Wände aus Hornbach. Sehr geil. Okay, Folterkeller ist da. Geil, Alter. Der Ertränkomator 2009. Der wurde 2009 entwickelt von so einem verrückten Wissenschaftler. Okay, check mal die eiserne Jungfrau, Leute. Oh, Digga, what the f***? Wie geil ist das bitte? Das ist so geil, Alter. Was machst du hier? Das ist so der, das andere Ding. Was denn? Das andere Ertrinkungsding. Dieser Kessel, der runtertunkt. Wie willst du das bauen? Ja, hier kommt Wasser rein, da oben Kessel an der Ding und dann tunkt man da runter. Wir brauchen noch normale Gefängnis. Aber das ist hier nur der Folterkeller hier, ne? Ja. Ist das nicht, ist das nicht Folter? Die Schlangengrube ist auch geil. Oh, eine Schlangengrube. Aber wie willst du denn Schlangen in Minecraft machen? Das ist eine gute Frage. Bauleiter, dürfen wir dir das neue Tor präsentieren, Bauleiter, und die Kaserne, Bauleiter? Wir sind gerade dabei, die Kaserne einzurichten, Bauleiter. Ich hab euch gesehen, deswegen dachte ich mir, schaue ich mal vorbei. Ich mache jetzt dann auch gleich... Carsten, der Bauleiter, schnell, der Bauleiter kommt. Oh, ja. Sag mal, geht das Tor? Geht das Tor? Ja, es geht. Es ist nur nicht verkleidet. Wie findest du das Tor von Carsten und mir? Du meinst es hier unten? Ja. Mach mal auf. Kann man nicht. Komm mal mit auf die andere Seite. Ich weiß nicht, Joker, da kann das Tor. Das ist doch ein versteckter Hebel wahrscheinlich. Ja, ich weiß aber nicht wo, aber schau mal von vorne, wie es aussieht. Oh, von vorne ist schön. Von hinten ist fast ein bisschen wie eine Garage, ne? Aber von vorne ist schön. Petrit ist auf dem Server, ganz weird, Alter. Gefährlich, würde ich sagen. Ist geil, oder? Oh, Baby! Revinta des OP! Die geilste Laterne der Welt. Du kleinen Arsch! Aua! Au! Ich hab grad mein Kiefer so aufgemacht. So, und jetzt habe ich so einen Krampf im Käfer gehabt. So, Leute. Check mal hier. Also, sieht jetzt ganz nice hier drin aus. Wir haben jetzt hier, sag ich mal, Tables und so einen kleinen Ofen. Eine Kitchen und Farbe ist auch dabei. Patrick war ja eben auch irgendwie da. Sau weird. Hier ist unser Geheimgang hier unten. Der ist mega chillig, wenn man hier reingeht. Kriegt man halt übertrieben geiles Geheimgang. Gang offenbart. Hier ist so ein Typ, der hängt in so einem Pranger drin. Hier wird der Vive gebraten im Folterkeller. Hier ist der Vive in der Olga Jungfrau. Geh da rein. Komm, Digga, du brauchst keine Angst haben. Lass mich raus. Bitte nie, bitte. Oh. Das haben wir auf jeden Fall jetzt alles hier soweit fertig gemacht. Der Folterkeller hat ein bisschen länger gebraucht. Wir haben so Ketten runtergehangen und so. Oben haben wir noch Betten. Ich glaube, so ein bisschen was muss in die Kaserne noch rein, aber dann ist die fertig und dann können wir uns morgen... Oh, Digga, hier, Carsten hat richtig reingehasselt. Das geilste Haus in Hogwarts ist damit fast fertiggestellt. Ich muss ganz ehrlich sagen, Digga, diese Kaserne mit Folterkeller, boah, Digga, die sieht maschabala aus, wirklich.